Freunde, das Geheimnis ist ja gelüftet. Also ich klemme jetzt das, was ich mal wieder mitten im Video vergessen habe, einfach vorne mit dran. Das Geheimnis ist gelüftet. Ich hatte ja in meinem letzten Video, glaube ich, gesagt, wie sieht der denn komisch aus? Aber mittlerweile wissen wir ja, dass es der Kollege Dschungelwarden wird und er sieht auch wirklich exakt so aus mit dem Knochen da um die Hüfte. Und also er ist der große Herrscher hier von dem. Von dem Szenario hier und das jetzt nur mal, ich habe es jetzt nur an den Anfang gequetscht, aber jetzt eigentlich zur eigentlichen Folge. Alles neu macht der Mai und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, alles neu macht der Mai natürlich nicht, aber ich meine, ich hoffe, dass ihr in jedem Fall gut reingekommen seid in den Mai, also auch so kleine Party hattet wie meine Wenigkeit und habt es euch richtig gut gehen lassen. Auch in den Zeiten, wo man ja fast nur für sich alleine feiert oder so oder mit einem anderen oder mit drei anderen oder acht anderen. Keine Ahnung, wie ihr es macht, aber es geht schon irgendwie. Und habt euch einen schönen Feiertag gemacht. Ja, ich meine, okay, der Feiertag war leider auf dem Samstag, aber was willst du machen? Ich habe die Zeit und Stunde natürlich ein bisschen genutzt, um erstmal die Musik leiser zu stellen bei mir, um ein wenig natürlich die Pässe gekauft zu haben mit dem 13er und auch mit dem 14er. Springen wir gleich auch rüber, aber ich muss sagen, der Pass ist diesmal nicht so was wirklich für die 14er, muss ich sagen. Denn gerade, ich meine, im Rathaus 13 Bereich, da kann das alles ruhig bei mir noch ein paar Tage oder Stunden so laufen. Ich habe auch noch 5 Heldenlevel hier am King zu machen und habe mir auch, ja, ich habe mir auch Pakete gekauft. Das heißt also, dieses Unibuch-Paket für 3,49 habe ich mir auch zweimal gegönnt. Ich würde mir auch gerne das hier hinten gönnen, 10,99, aber ich meine, da gibt es immerhin ein Book of Building, also ein Bauhammer mit drin. Denn der Bauhammer war ja hier hinten bei den Clanspielen und den habe ich, glaube ich, auch genutzt für irgendeinen Bogenschützenturm, den ich jetzt schon mal einen weitergebracht habe und den es aber diesmal nicht im Pass gibt. Den gibt es diesmal nicht im Pass, Leute. Und eigentlich gibt es so ziemlich jedes Buch einmal im Pass, aber hier gibt es in diesem Monat mal wieder zwei Heldenbücher, aber es gibt halt kein Baubuch diesmal im Pass. Und ist aber nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ja, auf den Skin komm ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir im anderen Dorf sind. Aber man braucht, glaube ich, erstmal 820 Punkte, bevor man hier dann den zweiten Bilderboost bekommt, damit das alles ein bisschen billiger wird. Ich habe mich jetzt schon durch die ersten Spielchen gequält, durch die ersten Challenges. Das heißt also, die Challenges, die jetzt schon durch sind, das waren vor allen Dingen hier die 40 Doppelkanonen, Nerf off. Ja, was willst du machen? Die gaben immerhin 200 Punkte, sodass man jetzt schon mal auf 300 ist oder auf 300. Ja, eigentlich kommen wir auf 360. Geht ja mal relativ zügig. Nachtdorf habe ich jetzt wirklich nur diese 40 Kanönchen gemacht und habe immer zugesehen, dass ich vor allen Dingen viele von den Kanonen einfach so mit reinbekomme. Und das ging mit, oder das geht mit den großen Accounts natürlich etwas besser, weil da hast du mal meistens, also ich sag mal so mindestens zwei, wo du die du dann mitnehmen konntest, also mindestens zwei von den Doppelkanonen. Bei den kleinen Accounts sieht das nicht ganz so gut aus. Wenn da dann zwei Stück nur in der Base sind und die sind auch noch parallel oder diagonal gegenüber, dann ist es schwer. Da musst du schon immer drei holen, damit du auch zwei Kanönchen kriegst. Und da musst du dann halt extrem viel angreifen, hier eben in dem Dorf hier, um überhaupt an diesen Erfolg zu kommen. Oh, wir haben die Tonne da hinten geschafft. Na, dann schaffen wir vielleicht doch noch hier auch wieder ein bisschen mehr. Denn wenn die Tonne erstmal weg ist und ich noch ein paar Minions im Backend habe, dann klappt das eigentlich meistens ganz gut hier. Ich meine, gut, ich brauche jetzt nur den Tagesstern. Im Moment mache ich auch keine Mauern im Nachtdorf. Hängt halt damit zusammen, dass die nochmal um einiges billiger werden. Aber ich meine, wenn oben natürlich die Töpfe voll sind, dann muss ich sie irgendwann machen. Aber im Moment haben wir die erste Reduzierung ja drin mit 2700 und können wir eigentlich hier auch den Angriff gleich machen. Spenden können wir dann irgendwann im Laufe des Tages. Aber ich wollte jetzt, im Gegensatz zu den anderen Monaten, ist es mir nicht so wirklich gelungen, die Accounts so einigermaßen in die Pässe reinzuspielen. Das soll mir erstmal nicht mehr, vor allen Dingen nicht im Wonnemonat Mai passieren. Wir haben ja noch so ein, zwei Feiertage auch. Und
da habe ich mir mal gedacht, ich mache mal wirklich mit vielen Accounts hier immer schön die 60 Punkte pro Tag und vielleicht prügel ich den einen oder anderen Account auch schon komplett durch die erste Rutsche dieser Quests, außer CK, denn 6-mal oder 6 Sterne machen oder 6-mal 1 Stern machen oder so. Dazu müssen wir natürlich CK spielen. Dusseligerweise ist heute Morgen der Timer ausgelaufen, bei dem, den können wir mitnehmen, bei dem Clan Deutschland Ed, also da starten wir wieder, leider wieder keine Liga, ist auch ein bisschen traurig, vor allen Dingen auch für meine Elfer. Also nächsten Monat gehe ich dann auch mit den Elfern mal wieder selber, glaube ich, auf die Jagd und beziehungsweise melde mich dann in anderen Clans an, denn wenn wir da gar nicht mehr spielen, das ist jetzt schon der zweite Folgemonat, wo wir keinen Clankrieg spielen, das ist schon ein bisschen doof, finde ich. Das ist schon ein bisschen doof. So, die machen wir da mal eben weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier mit ein paar Mauerbrechern reinkommen. Das sieht ganz gut aus. Dass die Queen hier so ein bisschen am Stissel bleibt. Die Mauerbrecher gehen die auch noch durch. Dann kommen wir noch mal richtig tief rein. Jo, die gehen auch noch durch. Okay. Haben aber auch keinen davon. Oh, wir sind ja schon am Rathaus. Okay, das haben wir auch schon aktiviert. Alles klar. Wo ist denn der andere Scattershot eigentlich? Ah, der ist hier hinten, okay. Ja, dann nehmen wir doch mal dies Teil hier, um hier an den Scattershot vielleicht zu kommen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ja, mal gucken, ob wir die da rankriegen. Das sind zwei, ich glaube, da waren jetzt zwei von den Yetis drin. Entschuldigt bitte. Ich war gerade ein bisschen in Gedanken. Zwei Yetis drin. Da waren zwei Yetis drin. So, den nehmen wir mal von hier oben, den Royal. Und dann müssen wir eigentlich hier kurz mal heilen und einmal unseren Warden zünden. Das haben wir auch gemacht. Ah, diese fiesen Skelette da. Ach ja, okay, das ist nur bei dem Dings da hinten. Hier nehmen wir nochmal einen Fries, dass der Inferno da nicht ganz so nervt. Aber das sieht auch noch ganz gut aus. So, jetzt gucken wir gleich mal. Der Inferno fällt. Da sind auch noch Orks am Start, wo die jetzt als nächstes hingehen. Kanone machen wir vielleicht auch noch in Fries weg. Und dann sieht das hier mit dem Account doch gar nicht mal so schlecht aus. Entschuldigt bitte, dass ich gerade ein bisschen leiser geworden bin. Aber noch ein bisschen Farm. Hier oben im Moment in Champ 1 komme ich ganz gut klar. Ich könnte auch Kobolde nehmen, aber die Kobolde nehme ich ja im Moment im Rathaus 14 Bereich. Und deswegen nehme ich hier meistens so ACK-Truppen. Das übt dann auch mal wieder so ein bisschen für mich. Und auch wenn ich jetzt ja wieder sagen würde, naja, der hatte keine Clanburg. Und machen wir den trotzdem zu 100%. Das ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben einen Minion dabei gehabt. Denn der ist ja auch nicht unwichtig gewesen für das Clan-Spiel. Jetzt habe ich da natürlich drei von denen. Okay. Ah, das ist nicht so schlimm. Das können wir uns füllen lassen. Warte mal. Das können wir uns dann so füllen lassen. Wir nehmen mal ein paar Hawks mit, aber Level egal. Und einen Wuti. So. So passt das. Dann können wir nachbauen. Und dann haben wir hier auch schon wieder ein bisschen mehr in Pass reingespielt. Spenden machen wir gleich. 3,40. Ah, es ist schleppend, Leute. Es ist wirklich schleppend. Vor allen Dingen gibt es hier vorne die Bilder Gold und Bilder Elixier. Geschmeichelt hier unten im Silberpass. Aber immerhin Trainingspotions oben im Goldpass sind ganz angemessen, Bilderpotions auch. Also es geht eigentlich. Der Mai macht jetzt nicht alles neu, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir springen mal eben auf den 14er, dann habt ihr da auch mal wieder einen Stand und seht, dass ich da auch so ein bisschen spiele. So, da lädt er durch und dann sind wir am 14er. Der ist unverändert, Leute, der ist unverändert, vor allen Dingen, was das Design dieses unteren Compartments angeht. Aber auch hier, hatte ich ja gesagt, habe ich im Shop zugeschlagen und ich habe auch noch einen Hammer verbraucht. Und zwar für den ersten, keinen Hammer verbraucht, den Scattershot habe ich mit dem Buch gemacht. Den zweiten werde ich, denke ich mal, mit dem Hammer machen. Dann habe ich das hinter mir, denn die waren jetzt auch erst, die waren jetzt zu Anfang mit 19 Mille oder jetzt hier 17 Millionen auch ganz schön teuer. Denn auch hier
Muss ich nur noch den einen angreifen. Aber hier habe ich auch noch nicht mehr Punkte. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Minion dabei. Ja, ich habe jetzt einen Minion dabei und wir haben auch hier ein paar Truppis. 20 Stunden dauert noch mein Warden. Auch da habe ich ein bisschen was getan. Ich glaube, auf 27 schon mal den Royal Champion. Meine Queen habe ich auf 80 gedrückt. Kein Thema, die geht, glaube ich, auch immer am schnellsten irgendwie. Und Warden geht jetzt noch einen hoch. Den lasse ich aber noch ein bisschen laufen, auch wenn wir in der laufenden CWL sind, Leute. Seid ihr hoffentlich auch. Und das Bild hat sich ja ein bisschen gewandelt, jetzt gerade mit den 14ern hier. Ich spiele im Clan Herausforderer. Spätzle hatte genug Leute. Und es sieht eigentlich ganz, ganz gut aus, vor allen Dingen im unteren Bereich. Allerdings habe ich schon wieder die Sorge hier, der TA Manuel. Ja, auch da kurz zur Erklärung. Ich habe hier keine 12er mit reingenommen. Ich Depp, muss ich ganz klar sagen. Ich Idiot, habe hier keine 12er mit reingenommen. Also auch nicht in die Suche, weil ich gedacht habe, Mensch, die 12er bei uns, die setze ich doch lieber im Clan Deutschland Add ein. Da können die nämlich aktiv spielen. Und ich muss hier unten keine 13er austauschen, denn ihr seht ja, wir haben ja eigentlich nur 13er. Aber der Manuel ist, glaube ich, immer noch, ich glaube, der ist immer noch offline. Und das ist halt ein Kandidat eigentlich zum Abschießen. Das Dusselige ist, jetzt kann ich keinen eintauschen. Ich kann keinen eintauschen, denn wir haben unten keinen 12er mit. Wir haben nur noch einen 9er und einen 8er. Und das war's. Ja, war ein bisschen blöd von mir. Also das ist ganz klar mein Bock gewesen. Das ist ganz klar mein Bock gewesen, dass wir dort jetzt im Clan Herausforderer keine Liga spielen und ich die Leute hatte eigentlich gerne mit reingenommen. Jetzt hätten sie hier sogar spielen können. Also es geht da vor allen Dingen um den Lollipop oder Lolli, der gerne geholfen hätte. Aber ich habe es eigentlich hatte ich es gut gemeint, weil ich gedacht habe, Mensch, dann spielen die wenigstens aktiv im Clan Herausforderer, was sie jetzt auch nicht machen. Ja, ist ziemlich blöd gelaufen. Also, sprachlos. Sprachlos nicht, aber trotzdem. Ja, hier mit Kobolden geht in jedem Fall einiges. Müssen wir nur ein Sternchen holen. Und die mache ich auch weiter. Also hier gibt es beim Toti gibt es erstmal bis auf die CK-Angriffe. Vielleicht vorher kurz mal. Wird es irgendwie nur so die grünen Kobolde erstmal gegen grüne Wochen hier. Den nehmen wir mit. Was brauchen wir? Wir brauchen vor allen Dingen das dunkle Zeug. Okay, die Scattershots sind dort. Oh, der hat auch schon einen auf drei. Alles klar. Woran erkennt man eigentlich, dass die Bauhütten schon heftig sind? Also hier verteidigen. Ah, die haben so einen Sockel darunter, ne? Die haben da so einen Sockel drunter. Daran erkennt man die. Und diese hier ist schon mal postiert, aber die wird nichts reparieren. Auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal rein. Ich muss mal gerade überlegen. Wir haben gar keine Mauerbrecher dabei. Dann nehmen wir lieber so eine Schippe hier. Und nehmen wir hier mal eben den Drachen. Das war wahrscheinlich ein Spenderdrachen. Konnte ich mir vorstellen. So, die machen wir eben mal weg hier. Dass wir hier reinhüpfen können. Richtung Scatter. Oh, mein King hätte ja auch Mauerbrecher spielen können. Ah ja, Pelomino habe ich übrigens auch auf ein Level weiter. Also auch ich mit Pelomino meine ich das Einhorn hier. Ich weiß nicht, wer die Begriffe noch kennt, Pelomino und was das überhaupt ist. Könnt ihr mal nach googeln, was Pelomino heißt. Die gehen da zum Dunklen. Perfekt. Das ist nicht schlecht. Da ist allerdings ein Multi. Ne? Ach, das ist kein Multi. Das Teil heißt, jetzt weiß ich wieder, wie das Teil heißt. Rathaus. Das Teil heißt Rathaus. Mal gucken, ob wir da noch rankommen. Muss ich nochmal friesen, wa? Oder die Queen muss es richten. Ah, da kommen wir jetzt nicht nochmal bei. Mist, jetzt habe ich da alle Frieses aufgebraucht. Okay, und wir haben den Stern noch nicht drin. Das ist natürlich umso blöder. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Oh, jetzt habe ich die alle verpowert. Jetzt habe ich die alle verpowert. Oh, jetzt kriege ich natürlich den einen Stern nicht, okay. Und kriege auch gar nicht alles Dunkle. Ah, muss ich nochmal ran, okay. Muss ich für den Tagesstern echt nochmal ran. Und auch für den Stern, hier gab es jetzt auch keinen Punkt, ey. Sauer. Ach komm.
Naja gut, habe ich selber nicht besser gewusst. Aber ich wollte ja nachtrainieren. Machen wir mal nach. Und wenn denn dem so ist, dann ist dem so. Oh, 32 Minuten, 34 Minuten, okay. Auch da ist die Regenerationszeit natürlich noch nicht runter. Die kommt natürlich hier hinten erst irgendwo. Trainingsboost, Research Boost, Trainingsboost müsste das sein. Auch das also gar nicht mal. Na, das sind, finde ich, immer im Pass immer die wichtigsten Sachen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber um erstmal dahin zu kommen, ich meine, klar, ich kann jetzt die ganzen Büsche aufsammeln im Nachtdorf, dann hätte ich die 50 Punkte schon mal, könnte vielleicht auch mal ein, zwei Stunden boosten. Jetzt habe ich hier unten auch keinen Elex-Sammler gemacht, also es geht schon eher ein bisschen schleppend zu Gange, aber ich glaube, alles neu macht der Mai. Der Mai ist gerade angefangen, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut in den Mai reingekommen und auch gut in diese Woche reingekommen. Hat euch kurz mal ein bisschen gefallen, ein bisschen Clash of Clans von der Stange hier bei mir. Wir steigen sicherlich wieder ein in die Clankriegsliga, wenn sie denn losgeht. Ich meine, hier ist sie jetzt gerade erst losgegangen vor so ein paar Stunden. Hat noch keiner angegriffen. Das ging irgendwann jetzt in den Morgenstunden erst los hier. Das lag jetzt an der etwas längeren Suche. Ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe mal, dass hier in den Abendstunden auch etwas mehr los ist als 1 von 26. Und der Herr Avatar wollte ein paar Bodentruppen haben. Könnte ich ihm natürlich spenden. Na, das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Mit einem anderen Account, mit den kleineren bin ich ja hier auch noch. Die können einfach ein paar Medaillen abgreifen. Leider habe ich auch da wieder einen Account, der nicht mitgenommen wurde in die Klarkriegsliga. Auch wenn er doch nicht angreift, Leute, hättet ihr den Fry doch ruhig mitnehmen können in die Liga. Dann hätte er doch wenigstens ein paar Medaillen bekommen, auch wenn er gar nicht zum Einsatz kommt. Aber egal. Was beschwere ich mich? Ich muss da raus aus den Clans, muss in andere Clans rein. Das werde ich im Laufe des Mais einfach mal in Angriff nehmen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren vielleicht auch, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns diese Woche reichlich wieder. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.